Herzlich willkommen zum Transfermarkt TV Studio. Aus aktuellem Anlass haben wir eine Top 11 im Programm. Michael Ballack, das ist jetzt klar, hat keine Zukunft in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir präsentieren heute eine Top 11 der deutschen Rekordnationalspieler. Hallo Timo, hallo Sven. Wir blenden die Grafik ein und sehen im Tor Sepp Maier. Er kommt auf 95 Spiele für die deutsche Elf. Ja, die Katze von Anzing ist, glaube ich, einmalig in der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte. Also kein weiterer Torhüter wird, glaube ich, jemals an diese Grenze von so vielen Spielen in der Nationalmannschaft herankommen. Ich denke mal, Manuel Neuer steht gerade erst bei 20 Spielen. Das ist noch ein weiter Weg, um mal daran zu kommen. Und nicht nur als aktiver Spieler, sondern auch als Torwarttrainer hat er natürlich in der Nationalmannschaft sehr viele Erfolge gefeiert. War unter anderem Torwarttrainer 1990, aber auch Oliver Kahn hat er damals sehr, sehr lange begleitet als Torwarttrainer. Von daher, also wirklich ein Idol und eine Ikone im deutschen Fußball. Ja, absolut. Und auch jemand, der über seine fachlichen Fähigkeiten hinaus auch immer noch für den einen oder anderen Spaß zu haben war. Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe es auch nicht live gesehen, aber unvergessen natürlich diese Szene, wo er die Ente da im Stadion jagt. Das war schon ein großes Kino, was er da veranstaltet hat. Sepp Maier gehört also zweifelsohne in diese Top 11. Wir schauen auf die Dreier-Abwehrkette in dieser zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen 3-4-3-Formation. Von rechts nach links zum einen Jürgen Kohler. Er hat 105 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert und dabei 3 Tore erzielt. In der Zentrale der Kaiser Franz Beckenbauer. Er kommt auf 103 Spiele für die DFB-11, dabei erzielte er 14 Tore. Und links Berti Vogts mit 96 Spielen für die deutsche Mannschaft. Ein Tor hat er immerhin erzielt. Ja, der Kaiser, eingerahmt vom Kokser und vom Terrier, das ist schon einmalig. Alles drei Weltmeister. Franz Beckenbauer sogar noch als Teamchef 1990. Berti Vogts als Europameister, als Bundestrainer noch Europameister geworden 1996. Ja, das ist schon einmalig, was wir da als Dreierkette jetzt aufgestellt haben. Ja, also ich bin auch der Meinung, viel besser geht das nicht. Also die drei zusammen, das ist schon absolute Weltklasse. Was die an Titeln gefeiert haben insgesamt, das war schon Wahnsinn. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Berti Vogts bis zur Ära Löw der erfolgreichste Nationaltrainer in Deutschland war, was zumindest den Punkteschnitt aus allen absolvierten Partien angeht. Das vergisst man ja heute auch ganz gern, zumal er ja jetzt in Aserbaidschan eher ein Schattendasein fristet. Aber das ist schon Wahnsinn. Ja, über Beckenbauer und den Kokser muss man eigentlich auch kaum noch Worte verlieren. Das ist, zu ihrer Zeit gab es nichts Besseres. Das also die Abwehrreihe. Wir kommen zur Sechserposition und da wird es dann doch etwas brisant. Da steht nämlich Michael Ballack. Er kommt auf 98 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Dabei hat er sensationelle 42 Tore erzielt und es wird vermutlich bei diesen 98 Spielen bleiben. Ja, es bleibt vermutlich bei diesen 98 Spielen. Er hat einen recht unrühmlichen Abgang jetzt. Also die Verletzung kurz vor der WM 2010 hat ihm so ein bisschen das Genick gebrochen. Danach kam er nicht wieder zurück. Sportlich kann man darüber streiten, ob er es verdient hätte oder nicht, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber allein als Führungsfigur, als Leitwolf, passt er wunderbar in diese Nationalmannschaft und würde, glaube ich, auch den jungen Spielern noch sehr viel weiterhelfen können. Aber Jogi Löw hat da ein bisschen was anderes vor mit dem Team und von daher muss man auch die Entscheidung von Jogi Löw akzeptieren. Und es bleibt wahrscheinlich dann wohl bei 98 Länderspielen von Michael Ballack. Was ich persönlich allerdings sehr schade finde, denn ich bin auch der Meinung, dass der sicherlich zumindest in der einen oder anderen Partie der deutschen Nationalmannschaft noch wesentlich weitergeholfen hätte. Wenn ich mir allein dieses letzte Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan angucke, das war ja doch eher mau, weil da auch so ein Schweinsteiger dann zum Beispiel ausgefallen ist. Und da fehlte dann einfach im defensiven Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld jemand, zumal Sami Khedira auch jetzt gerade mal erst irgendwie wieder ein paar Meter gelaufen ist seit seiner Verletzung. Und ich glaube, da hätte sich niemand einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man da einen Michael Ballack hingestellt hätte. Der hätte sicherlich den jungen Spielern, ich sag's mal, etwas platt ein bisschen in den Hintern treten können, wenn die sich nicht ordentlich bewegen. Und das könnte der deutschen Nationalmannschaft vielleicht noch das ein oder andere Mal fehlen. Michael Ballack zweifelsohne ein verdienter Nationalspieler, auch wenn es für den ganz großen Coup dann nicht gereicht hat. Aber wir erinnern uns alle, 2002 hat er sich für das Team geopfert und Deutschland wurde immerhin Vize-Weltmeister. Des Weiteren im Mittelfeld, von rechts nach links, zum einen Thomas Hässler. Er bestritt 101 Spiel für die deutsche Elf, hat dabei 11 Tore erzielt. In der Zentrale Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler. 150 Spiele gehen auf sein Konto, dabei erzielte er 23 Treffer. Und links, eigentlich Stürmer, aber wir mussten ihn ja irgendwo positionieren. Karl-Heinz Rummenigge, er hat 95 Spiele für die DFB-Elf bestritten und dabei 45 Tore erzielt.
Ja, Thomas Hässler, 101 Länderspiele, 11 Tore, dafür, davon ein verdammt wichtiges Tor. Er hat uns quasi damals zur WM 1990 nach Italien geschossen, im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Wales, das entscheidende 2-1, glaube ich, oder 1-0 gemacht. Und ihm haben wir quasi den Weltmeistertitel 1990 zu verdanken. Von daher gehört er auch völlig zu Recht in diese Elf. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich sogar, also das habe ich auch wirklich live noch miterlebt. Und es war kein schönes Tor, aber es war halt wirklich unglaublich wichtig. Ich glaube, es ging unten rechts ins Eck, kann das sein? Ich will mich jetzt nicht mehr ganz festlegen, aber ich glaube. Das sind also, wenn man jetzt auch mal den Rummenigge, wenn man das mal so ihn als Mittelfeldspieler sieht, das ist einfach Weltklasse. Also gut, bei Matthäus braucht man nicht zu reden. Den hat uns, glaube ich, jedes Land beneidet, dass wir den in der Nationalmannschaft hatten. Aber auch ein Hässler, was der am Ball konnte. Und die Torquote von Karl-Heinz Rummenigge spricht ja auch Bände. Ja, wie die Zeit vergeht. Damals hat man uns noch um Lothar Matthäus beneidet. Heute sieht das ein bisschen anders aus, ohne dem Kollegen Matthäus zu nahe treten zu wollen. Wir kommen zum Sturm. Zum einen steht dort Miroslav Klose, der jetzt bei Lazio Rom aktiv ist. 109 Spiele hat er für Deutschland bestritten, dabei 61 Tore erzielt. In der Zentrale Rudi Völler, er kommt auf 90 Spiele und er erzielte 47 Tore. Und links Jürgen Klinsmann, The Diver. 108 Spiele hat er für die DFB-Elf bestritten und dabei 47 Tore erzielt. Ja, ist schon Wahnsinn, was da wirklich für geballte Sturmkraft wir aufbieten können. Miroslav Klose ist jetzt der noch letzte aktive Nationalspieler, der zuletzt auch noch im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand. Und er hat auch eine Wahnsinns-Torquote, in 109 Spielen 61 Tore zu machen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also da kommt, glaube ich, nur Gerd Müller dran und das ist schon beachtlich. Ich denke mal, da werden noch einige Spiele hinzukommen, vielleicht auch ein paar Tore, aber er hat sich schon sehr, sehr verdient gemacht für Deutschland. Ja, und auch da muss man dann tatsächlich mal sagen, Hut ab Jogi Löw, dass er trotz aller Kritik immer an Miroslav Klose festgehalten hat. Der Erfolg hat ihm ja absolut recht gegeben. Also das ist, man muss sich mal vorstellen, dass er wirklich eine bessere Torquote hat als Jürgen Klinsmann und als Rudi Völler, die ja auch also zumindest absolute Idole meiner Jugend waren und damals auch zur Weltklasse unter den Stürmern zählten. Und das ist einfach sensationell. Und ich glaube, der wird auch noch ein, vielleicht auch zwei Jahre. Vielleicht kriegt er die EM ja noch mit hin. Und dann wird er schon noch seine Tore machen. Ich meine, er ist jetzt Zweiter der WM-Torschützenliste der Ewigen hinter Ronaldo. Und auch das spricht ja schon Bände. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Sven. Wir blenden die komplette Grafik an dieser Stelle noch einmal ein und sehen bemerkenswert, 4 dieser Rekordnationalspieler waren auch schon bereits Bundestrainer. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die junge Generation natürlich Druck macht und gegebenenfalls nachrücken wird. Podolski hat beispielsweise schon 89 Spiele auf dem Konto und ein Bastian Schweinsteiger auch schon 87. Durchaus also eine interessante Mannschaft. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.